Ich heiße Jonas. Jetzt ist es raus. Schau mal da hinten, diese Teile. So als hätte ich auch gerne. Aber darum ging es mir jetzt gerade gar nicht. Ich gehe auch nicht wählen. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil stellt euch mal vor, es würden 70% nicht wählen gehen. Das wäre doch ein eindeutiges Signal, dass wir absolut unzufrieden sind mit dieser Scheiße, die da oben läuft. Es ist nämlich das Problem, das ich bei Politik festgestellt habe. Ich schaue mir die verschiedenen Parteien an, die haben ja alle ihre eigene Farbe, die Roten rot, oder die SPD ist auch rot, die Grünen sind grün, die CDU schwarz, bla bla bla. Aber sobald eine Partei einigermaßen in den Machtbereich reinkommt, das heißt, sie wird gewählt, dann wird die Farbe zu grau. Egal welche Farbe sie vorher hatte, sie wird immer grau, weil die Partei alles dafür tut, diesen Machtbereich zu halten. Und da oben zählt nicht mehr die politische Einstellung oder der Idealismus. Jeder Politiker, der ein bisschen weiter oben ist, legt seinen Idealismus ab. Macht korrumpiert, Geld korrumpiert. Es ist nun mal so. Schaut euch zum Beispiel Otto Schily an, der war früher RAF-Anwalt. Der war totaler Idealist als Politiker, als er angefangen hat, als er jung war. Oder Joschka Fischer, der auch ein totaler Idealist war. Dann war er bei den Grünen, dann war er bei der SPD und am Schluss, jetzt ist er Vertreter für E.ON oder was weiß ich was. Also wie kann es gehen, dass man als Grünen-Politiker sagt, der für die Umwelt ist, letztendlich bei einem Energiekonzern landet er nichts anderes zu, als die Umwelt zu ficken. Und zwar die ganze Zeit, den ganzen Tag und damit auch noch Geld verdient. Zu ficken. Nur für dich. Und deswegen gehe ich nicht wählen. Und ich wünschte mir, kein Mensch würde mehr wählen gehen. Wenn eine Wahl im Winter wäre, dann würde ich mir einen Laster schnappen, eine Schaufel vorne dran machen und nachts vor alle Wahllokale einen Riesenhaufen Schnee schieben und den dann mit Wasser vollspitzen, damit am nächsten Tag kein Mensch mehr reinkommt. Ich habe einen wunderbaren Vorschlag von einer Freundin von mir bekommen. Wenn wir nämlich nicht wählen gehen, dann werden die Stimmen falsch verteilt. Deswegen ist es noch besser. Wir gehen ins Wahllokal, dann nehmen wir diesen großen Zettel und machen ein großes X drauf. Dann ist dieser Wahlschein ungültig und dann zählt dieser Schein trotzdem als, ich habe meine Stimme abgegeben. Das ist falsch. Ja, wunderbar, da kennt sich jemand besser. Diesen Fehler habe ich auch gemacht, dass ich dachte, dass wenn ich hingehe und den Schein ungültig mache, hat es einen anderen Effekt, als wenn ich gar nicht hingehe. Es ist aber leider nicht so. Auch ein Schein, der ungültig gemacht wird, wird genauso gezählt wie eine Stimme, die nicht zur Wahl gegangen ist. Das heißt, das Geld wird trotzdem verteilt an die Parteien und an die Gewinnerparteien. Also spielt es überhaupt keine Rolle, ob er hingeht oder nicht. Er macht dadurch den Leuten nur einfach mehr Arbeit, die das auszählen müssen. Aber ihr könnt hingehen und denen nette Bilder draufmalen oder ein Gedicht hinschreiben. Vielleicht freuen sie sich dann, dann nervt sie nicht so, dass sie dazu benötigt werden, diese Scheiße zu machen. Du bist so ein Pirat. Ah. Also auch die Piraten sind jetzt gerade idealistisch, so wie die Grünen das früher waren. Und das wird sich vielleicht irgendwann auch ändern, sobald sie ein bisschen mehr im Machtbereich drin sind. Wir können ja mal schauen, wie es in Berlin läuft. Und da will ich noch was sagen, was mich so freut an München, an der Occupy-Bewegung. Es ist zwar schade, dass wir wenig sind, aber ich finde schön, dass es hier so friedlich ist. Weil wenn ich mir so angucke in Berlin, da ist es zum Beispiel so, dass die Polizei leider die Leute wegtragen muss und es auch Gewalt gegen Demonstranten gegeben hat, auch Gewalt gegen Polizisten. Und damit habe ich absolutes Problem. Denn die Polizei, die arbeitet für den Staat. Und der Staat sind wir Bürger. Die arbeiten nicht für die Politiker, sondern für uns. Und deswegen sind die unsere Freunde. Das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, es ist besser, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten, sodass sie auf unserer Seite steht und nicht auf der Seite der Mächtigen. Gott sei Dank. Die beschützen uns gerade. Ihr könnt zustimmen, wenn ihr so macht. Super.